Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Vom Anfang der Straße bis zum Ende setzen wir jetzt Ornamente. Dann machen wir uns doch noch für die Weltausstellung ein kleines Plätzchen zurecht. Ich weiß, wird eigentlich nicht benötigt. Wir setzen's aber trotzdem. Beginnen werden wir aber beim Eisernen Turm, denn der Oberbau ist abgeschlossen. Bereit zur Vollendung? Ich bin schon da. Ich kümmere mich. Phase abschließen. Und da steht er. Der Eiserne Turm auf Olching. Gleich mal hier ein Rezept auswählen. Wir hatten Brioche Royale, glaube ich, denke ich. Nein, hatten wir nicht. Oder? Doch. Ach, wollen wir wirklich nochmal Goldbarren hier mit verpulvern? Oder vielleicht Natur, Trüffel, Brot, Trauben, Rum und Zucker. Studien belegen, dass der Geschmackssinn durch die große Höhe und die dünne Luft... Abigail, reserviere uns einen Tisch. Wir gehen heute... Ja, für mich bitte das auch das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Ich stoße dann später zu euch. Gut, dann nehmen wir halt das Rezept. Och, hab ich wirklich die Bushaltestelle für euch vergessen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und nun? Reicht's nicht mehr bis da hoch. Was machen wir denn da jetzt? Ach, das ist doch mal wieder ganz mies. Ja, dann könnte ich hier höchstens die Straße nochmal rausreißen und die Häuser ein bisschen weiter verschieben. Dann müsste es aber passen. Ja, genug Platz für das Ding. Hier, eure Bushaltestelle. Bitteschön, gern geschehen. Dankt mir später. Nur da setzen wir aber noch ein bisschen was daneben, oder? Na, erstmal Straße hin. Genug andere Sachen jetzt zu tun hier. Dann. Wir müssen auch noch bis zur Speicherstadt hoch mit den Bushaltestellen. Ach. Vielleicht ja dann auch hier oben. Die Weltausstellung mit aufstellen. Man könnte doch vielleicht sich das Bankhaus hier entledigen. Da. Sollte doch mit ein bisschen verschieben das andere hier auch noch versorgt werden. Schauen wir uns auch noch später an. Ah, schon wieder so viel hier im Kopf. Fangen wir an mit ein paar Kanälen. Die wollte ich ja hier setzen. Leider aber keine Eckstücke mehr. Na prima. Vielleicht ja einmal hier so schön um das Varieté drumherum. Eckstücke, ich brauche Eckstücke. Einmal hier, dann bitte einmal noch an der Stelle. Ziehen wir da noch eine Gerade durch. Und, kann man so lassen? Ich finde eigentlich schon. Habe ich denn noch ein paar Springbrunnen? Kanalbrunnen, wunderprächtig. Dann setzen wir da und da auf jeden Fall noch einen mit rein. Könnt ihr wissen. Bräuchte ich noch mal 6 Stück. Ich will's sprudeln sehen. Genau so. Dann. Ja, hier unten. Wartet mal. Könnte da eventuell, vielleicht. Och nee, knapp verschätzt. Naja, man kann ja mal schauen. Dann muss da was anderes hin. Ich denke da gerade so an ein schönes Blumenbeet. Hier so eins. Mal wieder was in Weiß, oder? Ja, würde mir so rum sogar ganz gut gefallen. Setzen wir. Kommt da oben eine Straße, kommt hier unten eine Straße und rechts und... Nein, so viel nicht. Nur rechts und links. So ein kleines Stück, dachte ich eigentlich. Und drumherum... Ja. Machen wir da. Bleibt auf jeden Fall ein Feld über. Wie sieht's denn nochmal mit einem Zaun aus? Stimmt mich das glücklich?
einmal so hier drumherum. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ja, bleib. Oh, vier, was weiß ich, was da jetzt noch reinkommt. Haben die Touristen noch was für mich im Angebot? Hm. Ein Kiosk zum Eisernen Turm? Nee, nicht wirklich. Zauberhafter Pavillon. Naja, das gefällt mir schon etwas besser. Macht zwar jetzt nicht auch wirklich den großen Unterschied, aber naja. Oder doch ein paar Sonnenschirme. Nicht wirklich. Verstehe schon. Doch eher ein Kirschbaum? Noch in die Ecken? Ja, machen wir doch so. Noch ein paar Kirschbäume damit hin. Und den anderen Kram, den stellen wir jetzt hier an den Seiten mit auf. Machen wir mal gleich hier oben mit dem Kiosk zum Eisernen Turm weiter. Nicht ganz in die Ecke. Packen wir mal zwei hier und zwei damit hin. Vielleicht jetzt hier noch so einen schönen Postkartenstand in die Mitte. Souvenirladen bräuchte ich dann noch. Da ist nur da unten genug Platz, aber geht wieder nicht mittig. Ja, hab ich mir doch gedacht. Aber wahrscheinlich nirgends. Hat ja alles dieselbe Breite. Na super. Porträtmaler war auch nur ein Feld groß. Ja. Müsste auch noch mit hin. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ach, los jetzt hier. Souvenirladen. Einmal. Hier oben hin und einmal hier unten hin. Ja, da klatsche ich da jetzt noch eine schöne Bühne dran. Oder nein, das machen wir eins weiter unten. Hier, schön groß. Ach, kann ich euch wieder nicht ziehen? Was soll denn das? Ja, dann setze ich es halt einzeln. Oder ist das zu viel? Na, zu viel. Bleiben wir mal bei drei. Andere Seite, drehen, setzen. Erledigt. Dann Gepäckwagen, nein, das brauchen wir jetzt nicht. Aussichtspunkt, hier eher auch eher ungünstig. Stadtplan, das wäre was. Schön hier einmal so mittig, aber mit Schutz da. Wenn schon, denn schon. Ja, dann einmal, nö, Moment. Dann setzen wir es hier vorne dran und kommt eine Straße drumherum. So sieht's aus. Einmal hier, einmal da und an die Stelle. Tja, was packen wir da denn noch hin? Ha, ein paar Bänke? Wie sieht's damit aus? Ich schau mal kurz. Oh, ein Springbrunnen. Die müssen wir auch noch verteilen, bevor ich's vergesse. Passt auch wieder nicht mittig hin, war ja schon fast zu erwarten. Dann kommt einer. Hier unten dran. Da passt hier sowieso keiner mehr, wegen dem Wegweiser. Dann die Gartenbänke, wollte ich. Diesmal vielleicht mit Dach drüber. Ja, lassen wir mal. Ach, nicht doch immer abändern. Lass das doch mal bleiben. Ja, damit wäre auch dieser Bereich gefüllt. Vielleicht noch ein Denkmal. Ja, packen wir mal hier noch mit dran. An die Hecke oder hier vorne? Ich würde sagen hier vorne. Du schaust nach rechts. Hey! Du schaust nach rechts, sagte ich. Und ihr bitte nach links. Ach, Bengel. Tu mir das doch nicht an. Da muss jetzt noch ein bisschen was dazwischen.
hier schon mal noch eine Straße, dass ihr euch das auch anschauen könnt, was die Musiker da fabrizieren. So, nun noch... vielleicht doch noch eine Straße so dran. Oh ne, hier habe ich ja schon eine Hecke. Ja gut, dann arbeiten wir halt mit Blumen. Auch kein Ding. Nehmen wir diesmal... Welche Farbe denn? Auch noch ein bisschen lila. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Und nächster Bereich gefüllt. Oh, Moment. Da fehlt ja noch was zwischen euch. Kirschbäume will ich eigentlich nicht schon wieder setzen. Aber warum eigentlich nicht? Nochmal mit Bank hier dazwischen und die einfachen in der Ecke. Das ist eine wahrhaft bedeutende... 2, 3 Stück noch. Zieht sich. Ich wollte auch irgendwas noch hier mit reinsetzen. Da war doch noch was. Porträtmaler. Genau. Dann machen wir mal... Da noch ein und hier, andere Seite, das gleiche. Halt, du stehst noch nicht korrekt, mein Junge. Und für die paar Felder hier, da finden wir jetzt schon noch was. Aber was? Man könnte das ja hier noch verbinden und in die Mitte... Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Hab ich denn noch eine Litfaßsäule? 2 Stück am besten. Das wäre jetzt fein. Die passen da nämlich perfekt rein. Zeitumstand haben wir auch noch nicht. Stimmt. Der kommt... Könnten wir auch damit reinsetzen. Ja, nein. Kommt dann woanders hin. Ja, wo war denn jetzt die Litfaßsäule? Da bestimmt nicht. Oh, eine nur. Nicht doch. Ich brauche 2. Ja, na gut, bleibt die Blaupause halt stehen. Da muss ich nochmal zur Weltausstellung. Bevor ich weitermache, bevor ich es vergesse, schauen wir mal hin. Was gibt's hier wieder für Ruinen? Häuser. Was habe ich da nicht aufgepasst? Da hat jemand wohl keine Straße bekommen. Naja, kann doch mal passieren. Eigentlich Platzverschwendung, ich weiß. Wird sich später drum gekümmert. Wieso um vieles andere auch. Weltausstellung wollte ich schauen. Schnell mal nach Trelawney gesprungen. Da steht auch noch ein Schiff, was ich mit Items für Zoo und Co. bestücken wollte. Das Gesuch ist... Für meinen Gaumen gibt es nur das Beste. Ja. Oder gar nichts. Die Bescheidene, die reicht mir vollkommen aus. Da bekomme ich, was ich brauche. Kist unter Deck. Was ich will. Items, Kultur, wir brauchen noch ein bisschen was für das Museum. Ich glaube, ein paar Tiere haben auch noch reingepasst, wenn nicht, auch egal. Partitur, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ein paar Blumen passen bestimmt noch. Und hier noch eine Mumie. Und noch eine zweite für das Museum. Rüber mit dir nach Olting. Sind wir hier durch? Schnell nochmal den Kollegen hier abgearbeitet. Mehr Druck im Kessel. Genau, da ist doch auch noch was drin. Gib mal eben her. Und beweg dein Hintern wieder zurück. Ja, was haben wir denn hier noch Feines? Für das Musikpavillon noch eine schöne Partitur. 2200 Attraktivität und damit
sind wir zur verlockenden Metropole aufgestiegen. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ja Mensch, da kann ich mir ja wieder auf die Schulter klopfen. So, nichts für den Botanischen Garten. Kommt noch. Dann gibt's hier halt den Gipfel von Atlantis und das eingefrorene Walhar-Mammut. Ha. Mit dem... Moment mal. Doch. Mit den Tieren sind wir durch. Gut. Zu wissen. Dann hier mal weiter. Da fehlt doch noch was. Ha. Zeitungsstand. Auf jeden Fall. Muss einfach sein. Und den setzen wir hier so mit rein. Einmal oben, einmal unten, einmal andere Seite. Bitte der Verkauf. Jawohl. In Richtung Mitte. Sonst wird das nichts. Vielleicht ja doch noch eins weiter nach oben und hier nach unten. Dass ich da wieder so eine schöne Straße drumherum ziehen kann. Warum denn nicht? Lasst mich doch einfach auch mal. Da kommt jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 schöne Bänke hin. Hat ich mir so gedacht. Diesmal wieder die einfachen. Die einfachen, sagte ich. Ein bedeutsamer Anlass. Na schön für dich. Sag mir Bescheid, wenn ich meine Belohnung abholen kann. Das ist doch das, was interessiert. Na, da können wir eigentlich doch die Hecke hier noch weiterziehen. Einmal hier, einmal da, einmal oben. Kann man machen? Machen wir auch. Weil mir jetzt gerade nichts anderes einfällt. Könnte man hier in der Theorie auch machen? Ja, warum denn nicht? So, brauchen wir nur noch die Litfaßsäule. Hier hätten wir alles dicht. Und jetzt wird's hier unten noch fein gemacht. Ja, am besten gleich mal hier eine Straße noch mit dran. Und. Vielleicht diesmal so entlang gezogen. Hatten wir auch noch nicht. Nee. Dann doch eher lieber so, würde ich sagen. Und da packen wir noch ein paar Blumen rein. Oder gibt's noch was anderes im Angebot? Sonnenschirme, eher nicht so interessant. Postkartenstand, Souvenirladen hatten wir schon. Ah, zauberhafter Pavillon wurde noch nicht mit untergebracht. Ja, da stellen wir noch hier 4 Stück mit auf. Und dann kommen die Blumen. Gelb steht da oben, also wieder rot. Na, wie schaut's? Ja, kann sich doch sehen lassen. Müssen jetzt nur noch die Kollegen hier in der Gastronomie mit den Ressourcen versorgt werden. Die Items müssen hier noch rein. Und wir wollten ja die Weltausstellung jetzt auch noch aufstellen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Warum ist denn hier oben eigentlich ein Loch da drin? Och, die gehen alle da rein, ohne zu zahlen. Was soll denn das? Ach, wichtige Münzen, die mir da entgehen. Nicht doch. Jetzt klettern die auch noch über den Zaun. Was denn mit euch los? Was denn da verkehrt? Habt ihr schlecht geschlafen oder was? Ah, keine Erziehung. Jetzt mal ganz im Ernst. Gut, dann sehe ich jetzt hier auch gleich noch, dass da eine Straße weg kann. Können wir ja gleich machen, wenn wir hier einmal sind. So, Bushaltestelle ein bisschen näher dran. Und... Wie geht's? Ja, gut, aber dir gleich nicht mehr, weil ich für dich eigentlich keinen Bedarf mehr sehe. Kannst weg. Sägewerke auch. Den Platz nehme ich mir da gleich mal für was anderes. Hab da schon was im Sinn. Werdet ihr schon sehen...
Ihr Schiff ist von der Überfahrt zu... Ja, und die Revolution, die kann dann auch mal gleich abladen hier. Trifft sich eigentlich gut, packen wir das auch gleich mit rein. So, dann hier noch ein schöner mesoanischer Tempel. Ihr wisst schon, was ich meine. Tempel des Poseidon darf nicht fehlen in jeder guten Sammlung. Und hier die Mumien. Wem's gefällt? Reizvolle Metropole. Es wird besser und besser. Freies Beet gleich nicht mehr. Pflanz ich mal sofort was rein. Und wir machen weiter mit dem Platz für die Weltausstellung. Oh, so, Baustelle Nummer 1. Ich sehe hier noch zwei Ziegeleien, die mal von da weg können und hier unten mit aufgestellt werden. Eigentlich auch noch die ganzen anderen Nebenvorkommen. Könnten wir ja auch gleich mit verschieben. In der Theorie. Ich mach mal Platz. Ich schaue es mir mal an. Wie sieht's denn aus? Wie geht's am besten? Die Bushaltestelle. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Die muss da aber mal weg, oder? Geht's auch so? Nein, geht nicht. Passen nicht drei hin. Dann ein bisschen weiter nach unten. Ist ja jetzt auch nicht schlimm für dich. Und da hier sowieso eine Straße dran kommt, können wir dich auch so rumdrehen. Nummer 3, Nummer 4. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ach, warum denn jedes Mal wieder aufs Neue? Jetzt passt das Ding da wieder nicht dran. Aber die paar Meter, die stören doch jetzt auch nicht, oder? So rum. Mehr nicht. Mehr ist da nicht drin. Aber ich würde die 4 Lehmvorkommen hier bekommen. Ha. Oder einen Augenblick. Am Probieren bin. Das geht nicht, weil da komme ich mit der Straße nicht dran. Blöd das Ganze. Aber wenn ich es hier noch ein bisschen näher ziehe, da wäre das durchaus möglich. Da packen wir euch mal. Hahaha. Ach, wieder so eine Sache. Ah, das ist doch. Das ist doch nicht. Nicht schön ist das. Gefällt mir alles nicht hier. Muss man ja mal ehrlich sagen. Dann eben so. Ja, es wird besser. Ich will es nicht ganz so nah am Museum dran stehen haben. Die Lehmgruben. Packen wir die Lehmgruben hier hin und noch 2 Ziegeleien, das reicht ja. Genau so machen wir es. Bevor ich jetzt hier wieder zu viel Zeit mit solch sinnlosen Angelegenheiten verschwende. 2-mal aufgestellt. Den Platz nehme ich mir dann gleich. Ne? Für die Lehmgruben. Ich hoffe, ich habe noch 4-mal die Möglichkeit, das Ganze zu verschieben. 1-mal mitkommen, 1-mal Platz nehmen. Ich habe da mal was freigemacht. Perfekt. Wo steht Nummer 2? Da nehmen wir dich aber auch mal raus. Ich hätte da was Besseres für dich im Angebot. So, das kann weg, das kann weg. Nummer 3 und Nummer 4 müssen da noch hin. Auch noch Ziegeleien. Eieieiei, brauchen wir nicht mehr. Gibt genug Ziegelsteine. Nein, doch nicht mehr genug. Na, das ist doch. Heute läuft's nicht wirklich so, wie ich will. Ich bräuchte da noch mindestens 2-mal. Gleich hier ganz oben reingepackt. Damit's nicht ganz so lange dauert.
Das bremst uns jetzt aus, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Hätte ich doch mal lieber noch welche reingepackt vorher. Naja. Naja. Dann Platz gemacht für die Häuser. Und wir nehmen, kurz geschaut, wie weit reicht die Elektrizität. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Tiet. Oh, doch bis ganz nach oben. Ja, Mensch, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Moment. Sollte man da die Weltausstellung doch mit da hinten hinklatschen? Ja kommt. Dann machen wir das eben so. Die Bushaltestelle bis da hoch. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Packen wir euch mal darüber. Ich bekomme schon den Platz, den ich will. Was sind denn da schon wieder für Probleme? Und wer hat das Ganze hier wieder schief gebaut? Geht doch unter keinen Kuhhaut. Wer ist der Nächste? Ihr. Hab ich gerade so entschieden. Dann, die Lehmgrube kommt später noch weg. Gibt also Platz für weitere Häuser, die ich da noch hinstellen könnte. Hier hinten, das Ganze gefällt mir auch nicht so wirklich. Auch noch Ziegeleien. Aber hier habe ich ja jetzt welche abgerissen. Stimmt. Da können also auch noch welche hin. Fühlt euch wohl. Warum? Moment. Sie hatten ihren Spaß. Nun sind wir an der Reihe. Ja, wenn's so rum nicht passt, dann setzen wir es heute so rum. Da kenn ich nichts. Und bei der Weltausstellung schauen wir auch gleich vorbei. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es die Litfaßsäulen gab. Passt sowieso nichts weiter. Dann können wir das hier so schön mittig setzen und da noch eine Straße dran klatschen. Ja. Sitzt, wackelt und hat Luft. Dann Straße hier raus. Ein bisschen was muss da noch weg. Ein bisschen viel. Und dann mal hier geschaut. Ruinen. Ach, ja. Ich sag nichts. Erledigt. Und zur Weltausstellung. Engagement muss entsprechend entlohnt werden. Bodenkonstruktionen war es nicht. Da waren dann aber die Eckstücke, die wir auch noch brauchen. Promenadendesigns. Mosaik und Säulen für eine wunderschöne Promenade hört sich nicht danach an. Alles, was Sie zur Gestaltung eines kleinen Platzes in Ihrer Stadt brauchen. Würde ich sagen. Oder Schilder und verschiedene Pflasterungen. Na, gehen wir mal mit dem Blaser-Designs. Bitte, Litfaßsäule. Na, Flaggenmast ist aber auch nicht so verkehrt. Gut, dann eben nicht. Gleich nochmal eine neue. Was birgt wohl die größte Gewinnspanne? Tja, das fragt man sich. Wenn ich's doch nur wüsste. Ich würd's dir nicht erzählen. Das lassen wir jetzt mal sein. Nicht mehr genug Zeit dafür. Die rennt schon wieder weg. Und nochmal schnell in die alte Welt. So kann ich jetzt irgendwo noch ein paar Häuser mit aufstellen. In der Theorie würde ja hier noch was mit dran gehen. Wir haben ja hier unten auch noch ein paar Häuser stehen. Warum nicht den Platz auch noch nutzen? Hier unten aber freilassen. Da müssen dann noch die Gruben hin. Naja, da kann ich ja noch ein paar von euch hier entfernen. Nehmen wir, was geht und schauen, was möglich ist. Ach ja, Lagerhaus brauchst du dann ja auch noch, um dich zu bedienen. Ah, haben wir doch da stehen, an der Mine. Das gefällt mir aber auch noch nicht so wirklich.
würde ich gerne noch eine Straße durchziehen. So. Und da passt doch da auch noch eins. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nein, alles korrekt. Da ist auch noch eine Ecke frei. Würde ich mal meinen. Ja. Und hier. Symmetrisch bekommen wir da sowieso nichts mehr an Ornamenten hin. Da können genauso gut hier noch ein paar Häuser mit runter. Bevor mir der Platz da flöten geht. Immerhin noch 4 Stück. Na, Moment. Sogar 6. Nehme ich mit. Und Mensch, hier auch? Nein, da nicht. Dies ist ein Meilenstein in der Finale. Ja, wenn du das sagst, dann wird's ja wohl stimmen. Oder auch nicht. Ich hab da doch eben auch beim Überfliegen gerade gesehen. Hier stehen doch so ein paar viele Polizeireviere. Wäre es da nicht... Och, Moment. Na Moment. Da packen wir dich doch da hoch. Hier so in die Ecke rein. Da ist ja sogar noch Platz für Häuser. Und wir hatten ja nachgeschaut. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Die Elektrizität, die reicht auch noch bis da hoch. Also alles kein Problem. Und so langsam müsste eigentlich der Platz ausreichen. Glaube ich. Na, nehmen wir den hier noch. Und... Na. Da geht aber auch noch eins. Leute. Mit mir nicht. Och, auch noch Ziegeleien. Weg damit. Und da brauchen wir auch das Lagerhaus nicht mehr. Na, perfekt. Dann wird's auf jeden Fall jetzt was mit dem Platz. Hier noch dran gesetzt, dann verschieben wir euch mal ein bisschen weiter höher, dass ich da so die Bushaltestelle noch ein bisschen abgrenzen kann. Mit einer Straße, genau so, dann steht's nicht direkt am Haus. Und da oben den Rest jetzt hin. Wie viel brauche ich denn noch? So Pi mal Daumen. Ach, wo ich noch wieder schaue. Hier Investoren, Bengel. Weltausstellung. Ja, da müsste Straße unten. Aha, oben die Reihe muss noch weg. Aha. Die Häuser auch noch. Aha. Gut. Ihr kommt mit. Och, nicht die richtige Breite. Nee, also das, nein, mit mir nicht. Das müssen wir sofort anders gestalten. 1, 2, 3, das wird nichts. Da ziehen wir das ja mal ein bisschen breiter. Ich glaub, das ist besser. Glaub, so passt mehr. Und jetzt Beeilung. Denn wir müssen wieder zur Expedition. Aus und vorbei mit der Zeit. Viel zu lang herumgetrödelt. Wie immer. Ihr müsst noch mit... Du passt wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Naja, eigentlich schon. Müsste nur da die Straße nochmal rausreißen. Yeah. Dann weg den Kram hier. Der muss noch. Das muss weg. Straße dran. Straße dahinter. Hier überall auch. Überall die Grünfläche. Das tut ja in den Augen weh. Mann. Machen wir mal zu. Sofort. Auch wenn es wieder Zeit kostet. Wird es halt heute etwas länger. Auch egal. A
aber sonst kann ich wieder nicht ruhig schlafen hier. Dann, nächster bitte. Geh mal dahin. Jetzt können wir das Ganze an der Stelle doch noch ein bisschen breiter machen. Weiß nicht, ob mir das was bringt. Und reißen mal den ganzen anderen Kladderadatsch hier raus. Dies da runter, das und das noch weg. Diese Stadt zieht helle Köpfe. Ja, ich weiß, es reicht noch nicht ganz. Oh, Moment, es reicht ja doch. Huch, na Mensch. Dann, ja. Dann nehmen wir hier noch mal eine Reihe weg. Ach, es zieht sich heute aber auch in die Länge. Aber was muss, das muss. Ihr wisst ja, wie es ist. Ja, mal kurz dahin. Straße kommt da dran. Verkürzen wir das Ganze hier. Oder verbreitern es, wie man sieht. Und stellen das dann da dran. Gibt es hier noch von mir eine schöne Straße? Ja, jetzt könnte man hier noch ein bisschen was dazwischen setzen. Nee, Moment. So. Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum Tee zurück. Und da ist es ordentlich. Nicht doch. Keine Zeit für dich, Archie. Keine Zeit. Dann ist sogar hier noch mehr Platz für Häuser. Bushaltestelle muss auch noch dran. Hab ich nicht vergessen. Kommt sofort. Und hier kann man es ja mittig aufstellen. Ich weiß, bis da hoch reicht's noch nicht. Da fehlt noch das Verbindungsglied, aber dafür ist heute keine Zeit mehr. Wir sind am Ende, wir sind durch. Schluss, Schicht im Schacht, Ende Gelände, aus die Maus. Es geht zur Expedition. Naja, die Feinarbeiten dann beim nächsten Mal und dann kümmern wir uns um die Handelsrouten und um die Lehmgruben. Vielleicht auch noch um die Raffinerien. Naja, mal schauen. Wir werden sehen. Piratenjagd, ich komme. Alle Mann auf Gefechtsstation. Warum? Was ist los? Ach, der Ausbruch. Ungerechte Inhaftierung. Während das Schiff in einem Hafen vor Anker liegt, um die Vorräte aufzustocken und den Landwind zu genießen, wird ein Dutzend Matrosen von einer Miliz festgenommen und in das dortige Gefängnis gesperrt. Eine massive Festung, die sich aus den Klippen erhebt und den Hafen beherrscht. Die Begründung für die Festnahme ist obskur, vage und wirr, aber das Ziel der Miliz ist klar. Sie verlangen die Zahlung einer saftigen Strafe im Tausch für die Freiheit ihrer Matrosen. Na, mit mir nicht. Auf die Festung feuern und die Gefangenen evakuieren. Ein eleganter Gefängnisausbruch. Die Gefangenen haben ihre Reaktion vorausgesehen und ein Laken an den Gitterstäben vor der Fensteröffnung ihrer Zelle befestigt. Eine perfekt gezielte Kanonenkugel reicht aus, die Mauer darum zu zerbrechen. Ihre Matrosen und mehrere andere Gefangene klettern an improvisierten Seilen nach unten, bis das Meer nah genug ist, um zu springen. Sie erreichen das Schiff in dem Augenblick, als es unter den Festungsklippen durchfährt. Ihre Tapferkeit wird gefeiert und die Mannschaft fühlt sich stärker verbunden denn je. Ja gut, habe ich jetzt nichts weiter zu sagen. Fahrt einfach weiter. Fahrt einfach weiter. Und wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.